Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Alan Wake. Ich weiß, an dieser Stelle waren wir schon, aber mir hat das einfach keine Ruhe gelassen, was es mit diesen Schritten im Haus auf sich hat. Also dachte ich mir, okay, gucke ich mal nach. Blöd, wenn man Schisser ist, aber neugierig wie, was weiß ich. Also, mal gucken. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Ich hab... Hä? Verarsch mich nicht. Doch, geht doch. So. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Hallo? Jemand da? Okay. Ich guck nach. Die anderen? Ach, das muss ja eigentlich von oben gekommen sein. Mich eben wegen einem Schatten erschreckt. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Oh Gott! Mist. Oh Gott! WTF! Strom in der Hütte zum Laufen. Oh mein Gott! Irgendwo auf der Insel musste ein Generator sein. Oh mein Gott, hätte ich doch bloß nicht nachgeguckt. Ach du Scheiße. Oh, das war die Frau, die den Schlüssel gegeben hat. Das hat doch nichts Gutes zu heißen. Oh, jetzt kann ich die Stelle noch untersuchen. Kam ich das letzte Mal ja nicht dazu. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Oh mein Gott. Mein Herz rast immer noch. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Jetzt ist der Strom wieder da. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. So, okay, die Videosequenz überspringe ich dann gleich. Ja, viel Spaß. Die gleich kommt. War ja schon das letzte Mal zu sehen. Müssen wir ja nicht nochmal angucken. So. Warte mal. Alice hatte mir von der Cauldron Lake Lodge erzählt. Das alte Gebäude war früher ein Hotel gewesen. Heute war es aber nicht mehr öffentlich zugänglich. Okay, vielleicht noch für uns von Bedeutung. Oh, ich habe gerade die Orientierung. Ach, da ist das Haus. Die Orientierung verloren. Dann erfahren wir gleich, was für eine Überraschung Alice für uns hat. Ich hoffe, was Gutes und nicht wieder solche komischen Dinger. Das Radchen. Hochschwestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Nein, du wirst mich nicht zu einem Interview überreden. Nein. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Bitte was Schönes. Bitte was Schönes. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Ich mag nicht ins Arbeitszimmer gehen. Nein. Nein, Arbeitszimmer böse. Arbeitszimmer ist böse. Oh, nein. Überraschung? Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartman. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Oh Gott. Alan? Was? Alan! Lass es! Oh mein. Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Oh mein Gott! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Schlechte Idee? Sehr schlechte Idee. Verdammt. Alice,
Alice! Alice! In der Hütte waren plötzlich alle Lichter ausgegangen. WTF? Alice, ich komme. Oh Gott, ich hab Angst. Ach du Scheiße. Ah, geht weg. Ah, was? Ah, was soll das denn? Die Krähen haben mich angegriffen. Nein, nein. Ah, ich mag nicht. Sieh weg von mir. Na, verreck. Nein! Immer weiter! Alice? Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war, wie einen Albtraum gegen den nächsten zu tauschen. Ich wusste nicht, wie ich hierher kam. Ich wusste nur, dass Alice etwas Furchtbares zugestoßen war. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Ja. Klar. Oh Mann. Ich habe keine Angst. Nein. Absolut nicht. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht. Waffen habe ich keine. Oh, das... Oh Gott. Was war das? Hilfe. Oh Gott, ich trau mich nicht mal weiter. Ich trau mich nicht mal weiter zu machen. Oh Gott. Nein. Nein, ich trau mich nicht weiter zu machen. Oh. Ich glaube aber an sich wäre das Video ein bisschen zu kurz bis hierhin. Ich trau mich nicht. Oh Mann, warum muss ich auch immer spielen, wenn ich allein bin? Oh Gott. Ich glaube, ich mache erstmal einen Cut, um mich zu beruhigen. Ich glaube, das ist erstmal die beste Idee. Okay, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe mich beruhigt. Und ja, jetzt mache ich mal weiter. Bei Alice Sachen war ein Buch. The Creator's Dilemma von Dr. Emil Hartmann. Das Buch erinnerte mich an meinen Streit mit Alice. Es gefiel mir nicht und der selbstzufriedene Typ auf dem Einband genauso wenig. Okay. Da muss ich lang, genau. Die Tankstelle war meine Chance. Da könnte ich telefonieren. Es sah nach einer langen Wanderung durch den Wald aus. Ja, lange Wanderung durch Wald, das gefällt mir gar nicht. Das ist dann dunkel und unheimlich. Ach, super. Na gut, ich glaube, mit dem Auto hätten wir trotzdem nicht mehr fahren können. Ich glaube, das wäre hoffnungslos gewesen. So. Gut, dass ich keine Frau bin, die einsam im Wald herumläuft. Ich glaube, das würde noch mehr irgendwelche Leute anlocken. Das wäre viel schlimmer. Hallo? Ein Licht. Das erinnert mich an den Typen da aus meinem Albtraum. Hallo? Ist da jemand? Die losen Seiten gehörten zu einem Manuskript mit dem Titel Departure.
Das war der Name meines nächsten Romans, den ich nie begonnen hatte. Ich sollte der Autor sein, war es aber nicht. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Hier stand, dass der Held nachts im Wald von einem Axtmörder angegriffen wird. Unwahrscheinlich beruhigend. Ich bin im Wald, werde ich jetzt von einem Axtmörder noch angegriffen. Der Mann wandte sich mir zu. Sein Gesicht lag im Schatten. Es war schwer, ihn in der Dunkelheit des Waldes um uns zu erkennen. Die Axt, die er hochhob, war jedoch gut zu sehen. Auf ihr glitzerte das Blut seiner Opfer. Er grinste irre. Die Schatten lebten und verzerrten sein Gesicht. Eine Szene aus einem Albtraum. Doch ich war hellwach. Okay. Das ist ja ähnlich so wie in unserem Albtraum. Ich hab Angst. Ich will nicht. Ich werde auch noch angegriffen. Oh Gott. Ist da jemand? Bitte, ich hatte einen Unfall. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe noch recht. Ich will nicht recht haben. Oh Gott, da war ich schon wieder nicht. Ach so. Ich dachte, ich kriege schon wieder Manuskriptseiten. Ich glaube, so schnell hintereinander kriege ich die nicht, oder? Wollen die mich verarschen? Die Lichter vor mir waren ein gutes Zeichen. Vielleicht musste ich nicht bis zur Tankstelle laufen, um mein Telefon zu finden. Die wollen mich verarschen. Hier, ich lese was von Holzfäller-Typi, er greift einen an. Wo bin ich? Im Holzfällerlager. Na super. Bevor ich da reingehe, sag ich doch mal, dass dieser Part zu Ende ist. Ich hatte immerhin einen kleinen Nervenzusammenbruch, nicht, aber ziemlich Angst. Ich werde jetzt mal was anderes spielen und ja, zur Beruhigung. Zum Glück ist jetzt hier nichts weiter passiert, aber ich ahne Schlimmes für den nächsten Part, ich ahne Schlimmes. Okay, bis dahin, tschüss, eure Tai.